Hallo liebe Freunde der gepflegten Sondelunterhaltung, ich bin's, der Marius vom Kanal Lechsonde und ich begrüße dich hier zu einer neuen Folge. Genauer gesagt müsste ich eigentlich sagen, wir begrüßen dich zu einer neuen Folge, weil heute Spezialfolge. Wir sind zusammen unterwegs, die Kamerafrau und ich, weil so schönes Wetter ist. Weil so schönes Wetter ist, haben wir uns gedacht, wir schauen mal zusammen, ob wir nicht vielleicht ein kleines Raw und Uncut zusammen auf die Beine stellen können. Bis jetzt läuft es nicht so gut, wir haben schon ein, zwei Versuche gebraucht. Bis jetzt und naja, wir haben noch nichts gefunden. Deswegen sind wir jetzt kurz woanders hingegangen, auf eine andere Fläche und gucken mal, ob jetzt hier vielleicht was geht. Wir brauchen einen Timer bei Raw Uncut. Ich habe mir dann schon wieder angezogen. Bei Raw Uncut haben wir immer Timer, 25 Minuten, los geht's. Jo, und dann würde ich sagen, viel Erfolg. Gucken wir mal, danke, was hier so geht. Ich hoffe mal, dass wir ein paar schöne Sachen finden. Ich kann es natürlich nicht sagen, weil woher soll ich das wissen? Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich hier auf dem Acker, aber ich glaube, hier auf der Wiese war ich noch nicht. Ich glaube, ich war da hinten. Ich habe gerade gesagt, hier habe ich auch schon mal schöne Sachen gefunden. Aber auf jeden Fall ist eigentlich völlig wurscht, wo wir drauf gehen. Die Flächen hier, die haben alle Potenzial. Außer die Fläche, wo wir gerade eben schon zweimal versucht haben. Zweimal eine Viertelstunde haben wir uns gegeben und da kam nichts. Nichts kam. Aber das macht nichts. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Wir gucken mal. Und mit der Kamerafrau habe ich ja auch jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Weil wenn ich alleine das Ganze mache, dann ratsche ich immer mit mir selber. Da komme ich mir manchmal ganz schön blöd vor. Soll aber gesund sein, habe ich gehört. Kam die Woche im Radio. Was, wenn man mit sich selber Selbstgespräche, redet? Ja. Oh, cool. Da müsste ich ja der gesundeste Mensch der Welt sein. Okay, jo. Genau, heute wunderschönes Wetter. Das letzte Mal, wo wir hier waren, da war es ja ein bisschen fresh. Heute echt der blaue Himmel. Blauer Himmel. Ist ein Traum. Kaiserwetter. Nur ein bisschen zu kalt. Ist ein Traum. Es könnte ein bisschen wärmer sein, aber in der Sonne geht es eigentlich, finde ich. Weil wir sind jetzt schon eine halbe Stunde unterwegs und ich finde es echt, also wie ist es bei dir? Du bewegst dich ein bisschen weniger wie ich. Die Füße sind kalt, sonst ist alles top. Dann musst du die Zehen hin und her bewegen. Ja, mache ich ja schon. Mein Gott, ist ja. Ja, wir gucken mal, ob wir hier was finden. Ich weiß gar nicht, ist der Detektor, Jo, der Detektor, der piept so. Das ist sehr gut. War schon mal angenehmer zu laufen. Eigentlich könnte ich ja auch meine... Ja, das ist irgendwas Eisenmäßiges. Nee, ich muss hier meine Kopfhörer auflassen. Schaut auch viel stylischer aus mit Lechsonde. Jawohl, jawohl. Lechsonde-Kopfhörer. Ja. Hab ich selber gebaut, in der Tat. Auch mit einem 3D-Drucker. Habe ich mir da die Halterung hier an der Seite. Habe ich mir einen 3D-Drucker gebaut und mit ein bisschen Kupferblech und ein paar Drähten und einen Lötkolben. Ja, und dann funktioniert das. Die Kopfhörer haben 25 Euro gekostet und das 3D-Druckzeug ein paar Cent. Und dann hast du hier Kopfhörer Over-Ear für den Winter, ja, dass du warme Ohren hast, für den Deos 2. Und das funktioniert halt, ich denke mal, das wird auch mit dem Deos 1 funktionieren, keine Ahnung. Nein, egal. Habe ich nicht Deos 1. Ja. Wir waren heute auf jeden Fall beim IKEA mal unterwegs gewesen. Haben uns mal den Horror gegeben. Warte mal kurz, hier muss ich kurz mal gucken. Ne, ich glaube, das ist nichts. Oh, na, also wenn das mal nichts ist. 54er. Ganz klar. Jetzt sind wir hier auf der Wiese. Jetzt muss ich hier mal gucken, ob ich hier überhaupt vernünftig in den Boden reinkomme. Wir haben es schon erwischt. Das ist wunderbar. Kennst du noch Fred Feuerstein? Was kann ich? Ob du Fred Feuerstein, Familie Feuerstein kennst? Ja. Mir ist gerade irgendwie wunderprächtig eingefallen. Keine Ahnung. Wunderprächtig? Ja, ja, genau. Kann aber wunderprächtig sein. Okay, hier irgendwo drin soll es sein. Oh, was ist denn los? Ach, Menno. Am
Handschuh hängt es auch nicht? Nee. Das ist weh? Ich sehe hier überhaupt nichts. Sag mal. Och nee, echt jetzt? Guckt euch das an. Das ist so ein ganz kleines Stück Mini-Nagel. So ein ganz kleiner Nagel nur. Kannst du mir wieder geben? Kommt in die Mülltasche, natürlich. Das ist nämlich nichts. Ach, schön, schade, Schokolade. Bei solchen Signalen immer noch mal drüber gehen, weil vielleicht war es ja gar nicht das Signal. Aber, ha! Das ist nämlich gar nicht gewesen. Das war nix. Dann machen wir nochmal. Oh nee, echt, jetzt geht es jetzt wieder los. Wir haben es hier drin. Diesen. Ah, eine Münze! Eine Münze! Ich raste aus! Oder Knopf! Es ist ein Knopf. Ein Arsen-Bronze-Knopf, ein ganz einfacher. Nur, aber Leute. Der erste von? Das ist schon mal mehr, als wir die letzte halbe Stunde gefunden haben. Da freuen wir uns. Ja. Das kommt hier ins Coinpad rein. Apropos Coinpad, ihr könnt mal gucken in der Videobeschreibung. Packe ich euch mal einen Link rein. Dann könnt ihr mal gucken, was ich alles für coole Coinpads. Hab. Und da könnt ihr mal gucken, wenn ihr eins wollt, könnt ihr mir Bescheid geben, dann schicke ich euch eins. Kostet 9 Euro, glaube ich, für... Huch, was habe ich denn jetzt? Achso, der ist hier unten. Ach Gott, so viele Sachen erzählen, machen, alles gleichzeitig. Auch mit individuellen Motiven für 9 Euro, ich denke, das ist ein fairer Preis. Könnt ihr mal gucken, ist auf jeden Fall cool. Aber erst kriege ich meine Blumen... Ja, natürlich, die kriegst du natürlich davor. Ach, wie heißt es denn? Blumentopf. Blumentöpfe. Weil heute beim Ikea, war ich ja vorher stehen geblieben, haben wir zwei fleischfressende Pflanzen gekauft. Weil wir haben schon mal so, ja, wie soll ich sagen, so komische Mini-Flieg bei uns in der Wohnung, aber jetzt nicht so viele, aber ein paar. Ich glaube, das ist nichts, das rentiert sich nicht. Aber doch schon mal so ein paar und neu. Wenn die wegsnacken wollen, dann wäre das doch ganz gut. Habe ich eigentlich einen Timer angemacht gehabt? Jo, ach Gott sei Dank. Bei der letzten Folge habe ich es vergessen. Naja, mal schauen, was hier noch so geht. Auf jeden Fall, was ich vorhabe beim Ikea, wir haben ja nicht nur fleischfressende Pflanzen gekauft, sondern noch was für den Junior sein Zimmer, weil unser Junior, ist ja jetzt 11 und der hat, ja gerade aktuell hat er so eine Mischung aus Jugendzimmer und Kinderzimmer und wir wollen jetzt dann diesen Monat mal den Pinsel schwingen und das Ganze ein bisschen auf ein vernünftiges Niveau bringen für ihn, damit das schön gemütlich hat. Komm schon! Hier haben wir ein Signal. Ich gucke gleich nochmal, was es für ein Leitwert war im Moment. Kannst du Gedanken lesen? Ich wollte gerade fragen. Naja, so 80, Mitte 80. Mal gucken, ob wir da was finden. Da unten irgendwo. Ah, ein großer Stein. Na, okay. Ach nee, das hier? Nee. Also manchmal frage ich mich ehrlich, ist jetzt immer noch da drin. Ich habe gedacht, ich wäre schon drin gewesen. Das sind Geräusche. Das sind nur Steine. Ja, eben. Also heute tue ich mich echt schwer.
ist weg. Ich tue mich heute irgendwie brutal schwer, die Signale daraus. Das hier, das ist wieder sowas Kleines. Und demnach nichts Gescheites. Das ist nichts. Okay, machen wir schnell weiter. Damit wir hier vielleicht noch die Chance haben, was zu finden. Und wenn wir nichts finden, dann war ich wenigstens mit der Kamerafrau unterwegs. Das ist doch auch was. Eben. Jo, genau. IKEA-Thema. Immer noch IKEA-Sachen. Ich habe seit Weihnachten einen neuen 3D-Drucker im Keller. Und dieser macht einen sehr guten Job. Und seitdem bin ich sehr viel im Keller. Oh ja. und... Da gibt es den Kaffee nicht mehr in der Küche in der Früh, sondern im Keller. Ja, nein. Irgendwas ist ja immer. Und außerdem trinke ich gar nicht mehr so viel Kaffee. Ich trinke jetzt mehr Tee. Okay, dann gibt es nicht mehr den Tee in der Küche, sondern im Keller. In der Teeabteilung. Ja, auf jeden Fall. Seitdem ich da unten so viel Zeit verbringe, ist mir aufgefallen, wie hässlich die Wände da unten eigentlich sind. Und deswegen habe ich mir von IKEA diese Lochplatten gekauft, diese Skardis heißen die. Und die schraube ich da an die Wand und dann kann ich da auch Sachen dranhängen. Und vielleicht sieht das ja dann irgendwann mal... Hupala, jetzt bin ich ja voll dagegen gedonnert. Vielleicht sieht das irgendwann mal ganz schick aus. Mal gucken. Sowas dann zum Beispiel, solche Sachen sehen zum Beispiel die... Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich habe nur gesagt, vielleicht. Ja. Solche Sachen sehen zum Beispiel Lechsonde-Supporter immer. Was heißt immer? Also, die kriegen sowas öfter mal zu sehen, weil ich ab und zu mal, je nachdem wie ich Lust und Zeit habe, so einen kleinen Vlog mache. Ich hoffe, ich kriege den ersten Vlog fertig geschnitten, bevor die Folge hier rauskommt. Sonst fragen sich die Supporter, hä? Was redet der für Quatsch? Schon ein Schmarrn. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall mal eine Woche die Lechsonde-Supporter mal mitgenommen, so mit einer Kamera immer. So auch mal Nicht-Sondel-Kram zeigen. Mach doch mal lieber anders. Du fängst jetzt an, die Supporter genau, ein bisschen an. Mitzunehmen. Genau, du hast recht, natürlich. So klingt es nicht so, als würde ich das schon jahrelang machen. Auf jeden Fall, genau. Und das mal gucken, wie das so ankommt. Ich hoffe gut. Meinst du auch mal schauen? Genau. Und da habe ich da auch sehr viel Zeit unten verbracht im Keller. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, da musst du doch was machen. Und genau. Dann gab es noch Müsli-Schalen. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon. Für den Junior. So, jetzt sind wir hier eine Bahn gelaufen. Naja, immerhin ein Pfund. Oh, wird das der zweite Pfund? Wenn wir jetzt den zweiten Pfund haben, der schön ist, Leute, dann wird das vielleicht eine Folge. Ich gehe krachen. Oh, hier ist es. Was ist denn hier? Ich würde es mir für mich wünschen. Hä? Ich würde es mir für mich wünschen. Ja, für dich, weil dann, was ist dann? Dann stand ich nicht so lange in der Kälte umsonst. So, das stimmt. Aber ist es denn umsonst, wenn wir zwei uns hier so köstlich unterhalten? Ich glaube nicht. Was? Nein. Ich drehe mich mal so hin, dann ist es von der Sonne her besser. So, mal gucken. Das war jetzt übrigens nicht nett von dir. Soll ich dir das mal sagen? Nein, es ist ja auch schön. Es könnte nur von unten her ein bisschen wärmer sein. Ja, und im Sommer ist es dann zu warm. Da könnte es dann ein bisschen kühler sein. Nein, solange die Sonne noch da ist, ist es ja schön. Ah, da. Oh, ist was Rundes. Oh, oh, oh. Ach, Knopf. Nur ein Knopf, aber Leute, das ist egal. Das lassen wir gelten. Das ist ein Knopf. Weil ich versuche ja hier bei diesem Format so ein bisschen das echte Sondeln zu zeigen. Und deswegen gilt jetzt auch dieser Knopf, weil manchmal findet man halt nur Knöpfe. Aber auch die kleinen Dinge, die können auch manchmal schön sein. Ich sag euch das. Und vielleicht kann euch ja über das fehlende Gold und Silber die Anwesenheit der Kamerafrau hinwegtrösten. Du bist doch hier mein Goldschatz. Ja. Mehr. Dann habe ich ja auf jeden Fall schon Gold in der Sendung.
So, okay, genug geschleimt. Weiter geht's. Was? Nicht, dass du noch ausrutschst. Hallo, nein. So doll war es ja genau nicht. Oder war das schon zu viel? Ne? Nein. So, auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben, bevor wir diesen tollen Knopf gefunden hatten? Oh, hier. Oh. Gleich wieder? Oh, guck mal, 73. Wer wollte auf die Wiese gehen? Ich. Was? Ich habe gesagt, wenn wir da drüben nichts finden, dann gehen wir hier rüber. Zuerst. Und dann hast du gesagt Wiese. Können wir jetzt mal auf die Wiese gehen? Wer nachdem hat das gesagt? Hm? Ja, du hast das gesagt. Ja. Aber noch erst, nachdem du wusstest, dass die Wiese überhaupt eine Option ist. Aber natürlich. Das ist ein Zusammenspiel, sag ich mal. So, wir haben hier einen 70er. Anfang 70. Und das könnte vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, eine Münze sein. Und zwar ein Reichspfennig aus der Kaiserzeit. Die kommen so in dem Dreh rein. So, erstmal müssen wir es finden. Und der Pinpointer, der ist so matschig. Da sieht man das schöne Grün gar nicht mehr. Von meiner neuen Schutzkappe, da kann ich gleich mal was gesagt. Oder habe ich das schon gesagt? Ich glaube nicht. Dann muss ich mal noch ein bisschen tiefer. Ich weiß es nicht. Hä? Ich weiß es nicht. Ja, das sind Steine, ich kann nichts dafür. Musst du dich bei den Steinen beschweren? Metall auf Stein, das lass sein. So, okay, wir gucken mal, ob wir... Moment, ich drehe mich so rum. Dann seht ihr mich einfach besser. Dann habe ich die Sonne nicht im Rücken, sondern in meinem Gesicht. Oh, echt jetzt? Noch nix? Okay, wir müssen ein bisschen weiter hier rüber. Puh. Ah, komm raus, du. Bist umzingelt. Solltest du es doch haben. So, da sollte es jetzt drin sein, hoffe ich. Was auch immer. Hier haben wir was. Oh, Münze. Hä? Ja. Es ist zwar jetzt nicht die beste Münze. Es ist ein Reichspfennig. Eine Zinkmünze, ein Pfennig aus dem Dritten Reich. Ein Reichspfennig, Drittes Reich, aber das ist doch was. Leute, wir haben eine Folge Ron Ankert fertig. Ja! Yay! Vielleicht kommen wir noch ein bisschen mehr zusammen. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch die eine oder andere Sache. Du hast noch 7 Minuten. Wie viel? 7. Haben wir noch? Ungefähr. 7 Minuten, 46 Sekunden, genau. So, okay. Schnell weiter im Text. Das freut mich sehr, dass wir das jetzt geschafft haben. Ich sage ja immer so 3 Funde, das ist so ein bisschen die Grenze. So. 2 Funde ist fast zu wenig, 3 Funde ist eigentlich okay. Und für 25 Minuten, das ist jetzt dann, ja, das ist auch was, das kann man schaffen, wenn man normal unterwegs ist. Also jetzt nicht hier, ich mache hier schon so ein bisschen Speedsondeln. Apropos Speedsondeln, da muss ich immer an Köln denken. Oh ja, da ist ja einer durchgelaufen, das war ja der Hammer. Ich kann gar nicht so schnell schwenken, da würde ich mir, glaube ich, die Schulter auskugeln, wenn ich meinen Detektor so schnell hin und her bringe. So, jetzt geht's der Sonne entgegen, Leute. In der Hoffnung, dass wir hier auf dem Rückweg noch eine Kleinigkeit finden. Oh, was war da? Ja, es haben viele geschrieben, was heißt viele, also ein oder zwei schreiben immer wieder mal unter die Folgen, warum mein Gerät so schnattert, also mein Detektor, warum der so die ganze Zeit am so. Das ist das Entenmodell. Nein. Das liegt daran. Die Kameras, die ich habe, die Osmo Action, die stören ein bisschen die Spule, aber nicht schlimm. Also die GoPros waren da deutlich schlimmer. Ja, und deswegen kann das schon mal sein. Aber ich höre die Signale, die gut sind, trotzdem relativ gut raus. Und ja, würde nicht sagen, dass ich viel überlaufe. Also für alle, die sich da wundern, das liegt an den Kameras. Weil wenn ich die großen Folgen aufnehme, dann filme ich ja nicht die ganze Zeit, so wie jetzt bei Ron Ankert, sondern da filme ich ja nur, wenn es wirklich soweit ist, wenn ein Signal da ist.
Und dann merke ich das immer, wenn der Detektor komplett ruhig ist und ich schalte dann die Kamera an, die da unten dran ist. Oh, warte. Da guck mal nach, das ist 50. Ja, dann merke ich halt immer wieder Detektor an. Dann fängt zu schnattern. Aber jetzt hier Konzentration. Auf dieses Signal. Ich hoffe, ich krieg's raus. Oh, es ist draußen. Juhu. Direkt beim ersten Mal reinstechen. Das heißt für euch wieder Daumen drücken, Leute. Schlammige Pinpointer kommt raus. Oh, da. Wir haben es in der Hand und was haben wir hier? Tada! Einmal ein Ding. Ich guck mal kurz, ob das irgendwie verziert ist. Ob da irgendwas drauf ist, was man erkennen kann. Aber so sieht es jetzt erstmal. Hier, guck. Metallstahl. Sieht es jetzt erstmal nach nichts Besonderem aus. Also, keine Verzierungen dran. Nase juckt. Genau. Oh, ich muss meinen Pinpointer laden, der ist fast alle. Aber für jetzt wird es noch reichen, glaube ich. Bestens vorbereitet. Ja, ich habe immerhin schon geguckt, ob hier die Spulen voll sind. Ja? Das habe ich immerhin schon gemacht. Das ist ja schon mal mehr, als ich sonst mache. Falls der Ton nicht so gut ist. Ja, okay, wir haben die Mikros vergessen. Das heißt. Nein. Wer? Ich. Du hast mich nicht erinnert. Hallo, ich habe mich um die Hundepflege noch gekümmert. Ja, das hast du dem Hund kein Leckerli gegeben. Ach, und du warst mit ihm vorne beim Bieseln, genau, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Mikros vergessen und das heißt, es kann der Ton, der kann manchmal ein bisschen komisch sein, wenn ich zwischen den einzelnen Kameras den Ton hin und her schalte dann beim Schnitt. Seid mir nicht böse, ich gelobe Besserung. Aber so ist es halt. Wenn man so Sachen macht, die man noch nie gemacht hat. Und immerhin stand ja Raw and Uncut auf dem Plan und nicht live, weil beim Live, da weiß ich, da brauche ich die Mikros. Sonst hört man mich nicht, sondern nur die Kamerafrau. Wobei, vielleicht will das ja auch gar keiner mich hören. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube eher andersrum. So, okay. Leute, wir haben noch, wie lange haben wir noch? 3 Minuten. Und es gab wirklich schon Raw and Uncuts. Da habe ich auf, also die Zeit war um. Ich hatte das Signal noch unter der Spule, es hat also noch gepiept. Und dann, oh hier, zack. Oh, das hört sich gut an. 85. Naja, könnte vielleicht wieder Blei sein. Wir gucken mal. Das kann alles Mögliche sein. Aber das macht ja eigentlich jeder. Jeder denkt sich ja immer so, was könnte das jetzt sein? Und überlegt dann, was könnte jetzt bei 85 kommen? Oh, schon draußen. Das ist auch gut. Was kam schon alles bei 85? Ja, und dann überlegt man halt so und dann sagt man immer so das, was halt so kommt. Ne? Ihr wisst, wie es läuft. Jetzt müssen wir hier nur erstmal... Wir sind ganz nah dran. Ich hab's in der Hand. Oh, nee. Es ist eine Tube, ein Tubenrest. Habe ich schon das Gewinde gesehen. Eine zusammengeknüllte Tube. Naja, okay. Das war dann also einmal nix. Gehört auch dazu. Bitte? Das gehört auch dazu. Ja, na klar. Das sind ja nur gute Sachen. Und Alu kommt ganz oft wirklich so in diesen 85er Bereich rein. Aber das macht nichts. Wie gesagt, das gehört dazu. Und wer meine großen Folgen kennt, der weiß, dass ich wirklich mehr als genug Müll finde. Weil da mache ich immer so einen Reality-Check. Also für alle neuen Abonnenten, schaut da mal rein. Und wer noch kein Abonnent ist, bitte einmal Abo da lassen. Das ist eine sehr gute Idee. Wie kommst du denn da nur drauf? Weil ich habe das, ich kann ja hier bei meinem Kanal immer so die Statistiken so ein bisschen nachgucken. Und über 70% der Leute, die zugucken, haben noch gar kein Abo, Leute. Was ist da los? Wir machen das jetzt mal, pass mal auf. Wir machen jetzt Folgendes. Die, die noch kein Abo haben, aber trotzdem zugucken, schreibt mal rein, warum ihr kein Abo habt. Das würde mich ja mal interessieren. Weil wenn ich regelmäßig irgendwo zugucke, dann mache ich auch ein Abo eigentlich, oder? Vielleicht gucken sie dich nur mal kurz an. Vielleicht gucken sie nur mal kurz rein. Ja, genau. Aber schreibt mal in die Kommentare, was euch denn fehlen würde, damit ihr auch ein Abo macht. Hm? Macht das mal. Und apropos Abo? Apropos Abo, ja, du hast natürlich völlig recht, Mensch. Wir spielen uns hier die Überleitungen zu, das ist unglaublich. Aber
jetzt schnell. Es gibt demnächst ein Gewinnspiel. Ihr habt mir die 3000 Abos voll gemacht auf dem Kanal. Das finde ich total super. Vielen Dank an alle, die da abonniert haben. Und es wird demnächst ein Gewinnspiel geben. Wie das aussieht, werde ich ohne Kennzeichnung einfach in einer großen oder in einer großen Folge oder in einer Raw and Uncut Folge wird das Gewinnspiel einfach eingebettet sein. Das heißt, ihr solltet genau gucken in den nächsten Wochen, die Folgen nicht verpassen und deswegen am besten gleich abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und einen Daumen hoch. Es gibt coole Sachen zu gewinnen. Und ihr müsst dafür auch echt nicht viel machen. Also ihr müsst nicht abonnieren und auf Instagram verlinken und dann hier noch, was weiß ich, fünf anderen Folgen. Das ist ganz easy peasy. Ich möchte einfach nur ein bisschen was zurückgeben. Und jetzt gibt mir meine Uhr etwas zurück, und zwar ein Vibrieren, weil es ist zu Ende, die Zeit. Ich sag auf jeden Fall mal, oh hier. So, jetzt höre ich auch, jetzt muss ich nicht so schreien. Was? Ich sage auf jeden Fall mal vielen Dank fürs Reinschauen. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Abo da, das würde mich echt freuen. Einen Daumen nach oben und ja, auf die nächsten 3000 würde ich sagen. Und schreibt mal, wie ihr findet, wenn wir das zu zweit machen. Genau, hier ist das. Genau. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.